Berlin. Stoppt die Verfolgung. Circa 50 Leute demonstrierten gegen die unmenschlichen Verhältnisse in Tschetschenien. Dort werden Homosexuelle verhaftet und in Konzentrationslager deportiert. 50 Personen sind nicht viel, aber 50 Personen, die ein Zeichen der Solidarität setzten. Eigentlich müsste sich die Gay-Community für so wenig Interesse schämen. Eine Ausrede hat man mit Sicherheit. Man saß über Ostern im Darkroom fest. Hallo? Hallo? Okay, okay. Habt ihr Zeit? Ja, ja. Haben wir Zeit auch hier nicht? Ganz okay. Ja. Und hier ein Zitat gegen das Vergessen, gegen die Feigheit und Ignoranz. Als sie die Kommunisten geholt haben, habe ich nichts gesagt. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten geholt haben, habe ich nichts gesagt. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Juden geholt haben, habe ich nichts gesagt. Ich war ja kein Jude. Als sie mich geholt haben, war niemand mehr da, der hätte etwas sagen können. Martin Niemöller. Vielleicht begreift die Gay Community früher oder später, um was es hier geht. Frohes Eiersuchen. Oder Desinteresse so groß. Ich weiß nicht, ob es jetzt Desinteresse ist oder vielleicht die Wetterlage und die Tatsache, dass es recht kurzfristig ist. Wir haben das gerade kurzfristig mitbekommen und haben das halt auch kurzfristig in den Fahrplan eingeschoben. Ja, kann ich nicht beurteilen. Ich würde schon sagen, es ist einmal das nicht so schöne Wetter und ja, das ist so ad hoc aus dem Boden gestampft wurde. Aber groß und ganz so weit zu viel. Hallo. Ich glaube, es zählt ja immer, wie man so sagt, auch die Kleinigkeit, weil mit der Zeit und der Menge kommt das Ganze ja. Also es muss nicht immer eine Masse sein, aber wenn überall Aufmerksamkeit ist, dann ist schon viel getan.